Heute mal wieder ein Movie von mir. Und zwar befinden wir uns heute mal am Beach. Abo, Like, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir das da lasst. Comment, ihr wisst, wie es geht. Ansonsten, wer genau wissen will, wann ich online komme, sollte die Glocke betätigen. Wir befinden uns mal in Pattaya City heute am Beach. Und wir wollen mal gucken, es ist ja so. Früher hat die Saison, so vor 10, 15 Jahren oder sagen wir vor Corona, hat die Saison Mitte Oktober angefangen. Allerdings hat sich das jetzt etwas verkürzt und es ist jetzt so diese Zeit, Ende November, Anfang Dezember. Früher ging auch die Hochsaison ein bisschen länger, aber das ist schon ewig her. Also, ich würde sagen, es ist ziemlich gut gefüllt. Noch lange nicht, was vor vielen Jahren waren, aber ich würde für mich behaupten, es geht aufwärts. So, also wir halten mal rum. So, also ich würde mal sagen, ein Viertel der Sitzplätze ist besetzt. Wir gucken mal hier ein bisschen genauer. Ja, so ein Viertel im Schnitt, aber immer noch besser wie vor vielen Monaten. So. Wir werden mal in den Beach gehen. Am Beach ist auch ganz schön was los. Ansonsten ja hier Strandkörbe, ja ein Drittel besetzt ungefähr. So, wir gucken mal am Beach. Es ist alles aufgebaut, man wartet auf die Kundschaft, man wartet auf Touristen. Es ist 13.41 Uhr, also eigentlich beste Badezeit, so ihr seht's. Hier haben wir noch ein paar Teils. Kinder spielen. Es ist, wie gesagt, noch lange nicht das, was es sein sollte, aber besser wie gar nichts. Ich habe mir gedacht, wir gucken heute mal an zwei, drei Stränden. Also es ist ein großer Strand, der sich über ein, zwei Kilometer zieht. Ja, ich würde sogar sagen vier oder fünf. Und wir sind hier am Anfang vom Beach. Hier ist im Allgemeinen eh immer nicht so viel los. Ich denke mal so Richtung Walking Street, bei Mike's Shopping Hall, da ist schon etliches mehr los. Was mich mal interessieren würde, ist, geht ihr lieber an den Beach oder geht ihr lieber an den Pool? Könnt ihr mir mal reinschreiben, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns. Bis gleich. Hier sind wir wieder. Wir sind jetzt bei Mike's Shopping Hall. Ich schalte gleich um. Ich habe eigentlich gedacht, es ist mehr los, aber es sieht fast genauso aus wie vorne. Ein paar Leute mehr. Also Autos haben wir genug, Mopeds haben wir auch genug. Und wir schalten mal um. Also wie gesagt, da ist Mike's Shopping Hall. Und hier geht's nach Naklua. So, wir gucken mal. Also ich würde sagen, auch so im Schnitt ein Drittel besetzt. Ihr seht hier viele, viele leere Stühle. Aber es ist auch im Allgemeinen so, dass wir einen Saisonstart haben. Also wir haben schon noch ein bisschen Zeit. Ich denke mal, die meisten werden so Anfang Dezember oder Mitte Dezember kommen. So, wir gucken mal am Beach.
Ja, es ist so, ihr seht das hier, die Schnellboote warten, die Speedboote warten. Und ja. Also ich würde sagen, die ersten zwei Reihen sind jeweils besetzt. Aber die Hinterreihen sind doch schon ganz schön leer. So, wir gucken mal her. Alle warten, alle sind vorbereitet. Und wir werden jetzt mal hier lang gehen. So, wir sind am Beach, immer noch. Die Straßenverkäufer machen sich schattig. Die Bars sind leicht besetzt. Und hier ist abends ganz schön was los. Hier ist immer Remi Demi trinken, Mädels. Ja, ihr seht ja. Einige schlafen hier. Und wir gehen mal weiter. Also hier drüben haben wir die Shopping Hall. Wie gesagt, ist jetzt ein Fitnessstudio. Aber unten in den ersten zwei Etagen kann man immer noch shoppen. Tja, wie gesagt, es ist jetzt 14 Uhr. Wir gehen mal Richtung Walking Street und da gucken wir noch mal. So, hier haben wir ein paar Thais, ein paar Europäer, die sich ausruhen. Wir werden irgendwann mal hier noch abends lang gehen. Aber da ist ganz schön die Hölle los. Allerdings, ob ihr euch von hier ein Mädel mitnehmt oder nicht, das müsst ihr wissen. Weil die, soweit ich informiert bin, die haben natürlich auch ein paar böse Mädchen geben können. Ihr wisst schon, was ich meine. So, wir gucken hier mal. Ja, es ist allgemein die ersten zwei, drei Reihen besetzt. Und hinten gar nicht mehr so viel los. Hier drüben haben wir die älteste Bar Thailands, beziehungsweise Pattaya, die Tahiti Queen Bar. Tja, was soll man dazu sagen? Ich würde sagen, wir gehen mal bis ganz vor und da gucken wir mal. So, hier sind wir wieder. Ihr seht das, wenn man raucht außerhalb vom Beach, weil am Beach Rauchen verboten ist. Da war man eine ganze Zeit Alkoholverbot, aber das hat man schnell eingestellt. Also es ist wie gesagt, ihr seht das hier die erste Reihe zu Bali in der Sonne. Ansonsten, ja, ihr seht es ja hier.
Aber wollen wir uns nicht aufregen. Ich finde es immer noch angenehmer, wie, als wenn gar nichts los ist. Allerdings. Ja. Werden wir die Tage mal ein Jumpchen gehen und dann werden wir da mal gucken. Gut, sehr gut. Ja, ihr seht es selber. Die Saison beginnt erst, sind zwar schon einige Leute da. Schöne Grüße gehen raus. Ui, hier muss er. Ansonsten, ja, die Strandverkäufer tun auch hier üblich sind. Und das ist ja ein kleines Boot. Yippie-yay-yay. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen vorlaufen und dann werden wir mal gucken, aber ich denke mal, es reicht. Also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir drunter schreiben würdet, ob ihr lieber in den Pool geht oder ob ihr lieber am Strand geht. Bei mir war es so, die ersten paar Jahre bin ich ja doch schon am Beach. Aber die letzten Jahre nur noch am Pool. Weil das Wasser nicht unbedingt immer sehr angenehm ist, sehr kühl. Ist in dieser Jahreszeit oder sag ich mal im Mai richtig warm. Und da macht es im Pool schon einiges mehr Spaß und es ist natürlich sauber. So. Oh, hier geht wieder gar nichts. Hier ist wieder alles leer. Also außer die drei Leutchen. Spaß auch da. Also kann ich nur sagen, liebe Leute, kommt rum, macht Urlaub hier. Es lohnt sich, die Leute warten auf euch, die freuen sich. Und mit diesen Bildern werden wir jetzt Schluss machen. Ich würde sagen, wenn euch meine Movies gefallen, wie gesagt, ist ja kein Abo da lassen. Ansonsten bleibt mir gesund, bleibt mir treu, genießt das Leben einfach nur, bleibt anständig und werdet alle glücklich. Euer Tattoo-Man, bis die Tage, bye bye. Zum Abonnieren da! Ja! Und das andere Movie da! Ja. Oder was da? Oder was da? Oder da? Oder da? Ja, irgendwo da ist es! Oder neues da. Movie! Oder da? Bitte auf Abo drücken und alle glücklich werden! Yeah! Und nicht vergessen! Abo! Abo! Abonnieren! Naja, irgendwo! Aku mau nanya mana nama 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 n